Ich grüße euch, Freunde des Entitos, sorry. Und ja, willkommen zurück zur Hardcore Survivor Solo Queue. Wir haben Nia verloren, wir haben Bill verloren. Jetzt sind wir mit David unterwegs. Und Garten der Freude mit korrupter Intervention. Ich hoffe, es läuft diesmal besser. Garten ist eine sehr starke Map eigentlich an sich, die wir auch gut spielen können als Survivor. Korrupte, mal gucken, was haben wir denn überhaupt für einen Killer? Ich habe die letzten Folgen war ich immer etwas defensiv unterwegs. Aber jetzt, wo ich schon zwei Verluste verzeichne, habe ich beschlossen, etwas in die Offensive zu gehen. Letztendlich müssen wir nur escapen. Das heißt nicht, dass wir die ganzen Gems machen müssen. Wenn wir den Killer gut hinhalten können, reicht das auch vollkommen aus. Es ist der Deathslinger, sehr schön. Der Schlingerinski. Auf dem Garten der Freude. Dann weiß er schon mal, gegen welchen Killer wir spielen. Guck mal, Korrupt hat gar nicht lange gehalten. Und auch vor Barbecue sollten wir relativ gut geschützt sein. An diesem Generator hier. Oh, die spielt verwandt. Er kommt schon so grob in unsere Richtung. Hat aber die Nia jetzt im Visier. Wunderbar. Oh, geht zurück zum Haken. What? Ah, die Nia ist retten gegangen. Ah, okay. Ja, jo, 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 jo. Alles klar. Nia ist retten gegangen. Jetzt gedacht, komm, jetzt hat er mich eh schon gesehen. Ich zieh durch. Gut. Claudette zieht einen Gen durch. Wir ziehen einen Gen durch. Wir zwei, die produktiv sind. Nice. Glödia. Ich hoffe, der hat nicht Sackgasse oder sowas. Ne, hat er nicht. Oh, das war sogar der Main Gen. Der Main Gen ist fertig. Geil. Jetzt kann man da in Ruhe loopen. Ohne dass wir wen anders stören. Okay, und er hat sich Clödia geholt. Oder will sich Clödia holen. Das heißt, wir. Das war schnell. Das war eine schnelle Nummer. Gucken, ob wir da so hinrounden können. Durchs Haus. Sollte kein Problem sein. Ah, da war schon jemand schneller als wir. Okay, na dann. Let's go. Ah, er kommt da auch schon wieder, der Kollege. Er hat richtig Bock, er geht immer straight zurück zum Haken. Oh, Achtung. Genau. Und schon sind wir wieder weg. Er geht da Kate hinterher. Da ist er. Das heißt, dann können wir hier ein bisschen am Generator rumbasteln. Ich sollte auch das ein oder andere Totem wegmachen. Deathslinger ist ja dafür berühmt, berüchtigt, Nöte zu spielen. So wie der Geist auch. Wobei das eher so alte DBD-Zeiten sind. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so stark auf denen vertreten. Aber dennoch kann es immer mal durchaus sein, dass der Schlinger und der Geist Nöte dabei haben. Das sind ja so die Killer, die am meisten, also die es am besten ausnutzen können. Ne? Geist halt mit seiner Geschwindigkeit und der Deathslinger halt mit der Harpune. Aber ich glaube, dass. Ja, ich will den Tag nicht vor den Abend loben, ja. Wenn wir uns an die Meyers-Runde erinnern, ja, wo unser Bill gestorben ist, dann. Habe ich auch gesagt, dass es gut aussieht und am Ende des Tages waren wir alle platt. Deswegen schön die Füße stillhalten, den Generator in Ruhe machen. Claudia chased sehr gut. Also sie macht einen sehr guten Chase. Sie hat sehr gut durchgehalten, muss also wirklich Wahnsinn. Ich glaube, die hat hier fast den ganzen Generator jetzt durchgehalten. Der Deathslinger wird sich jetzt auch erstmal auf die fokussieren, die schon am Haken waren. Sprich auf die Kate und wahrscheinlich, wenn wir Clödia retten, wird er wieder auf die Clödia gehen. Auf jeden Fall ist das mein Verdacht auf jeden Fall.
Ich. Oh. Oh, Nia ist down. Und Kate ist da auch in Chase. Das heißt, wir müssen retten gehen. Ja, so schnell läuft alles aus dem Ruder, ne? Ja, er verletzt sie. Hier, wir gehen eben retten. Moin, Claudia. Du hast einen guten Job gemacht. Okay, er hebt auf. Er hätte jetzt weiter durchziehen können. Ich denke auch, er wird jetzt. Genau, er wird Claudette Nia aufheben gehen. Ja, so schnell kann es auf einmal passieren, ne? Wir haben vier schnelle Gens gerockt. Die Haken sind zu nah beieinander. Sie sind zu nah. Gut, den haben wir so ein bisschen outplayed. Also, wir werden jetzt wahrscheinlich die Kate verlieren. Mal schauen, kommt er zurück? Ich glaube nicht. Doch, doch, da ist er. Da ist er. Ja, ich habe das schon geahnt, dass er selber im Haus, dass er selber ins Haus geht. Ich habe es schon geahnt. Basement ist hier im Haus. Wir retten. Uiuiuiui. So, der letzte Gen wird gleich fertig. Ich könnte schon mal Ausschau halten nach einem Ausgangstor. Aber meistens ist es hier hinten eins. Aber diesmal nicht. Okay, ah. Auf der Seite, wo der Gen fertig geworden ist. Und da wird er wahrscheinlich auch hingehen. Und hier geradeaus ist eins. Alle anderen sind der Fokus. Das ist ja Wahnsinn, ey. So, wo ist denn das Tor? Aber hier ist er auch. Er läuft so die. Läuft er so ein bisschen die Tore ab? Ja. Einmal heile, heile machen. Heile, heile Segen. Ja, jetzt komme ich an den Haken. Dass er sich so weit vom Tor weg bewegt, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Aber auch in die hinterletzte Ecke packt er uns, ne? In die hinterletzte Ecke. Und nicht, dass wir jetzt David auch noch verlieren, aber dann haben wir ja eine richtige, richtige Pechsträhne jetzt. Leute, ihr müsst schon kommen alle, ne? Ihr müsst schon alle randancen hier. Na, wir haben nämlich sonst ein Problem. Okay, Claudia ist ja, er steht ja direkt vor mir. Kate dürfte das ja sehen, weil sie hat ja. Oh, sie gibt auch. Kate macht auch richtig Dampf jetzt. So gefällt mir das. Da hat Kate nochmal richtig Dampf gemacht. Das war schon ehrenhaft von Kate.
Okay, perfekt. Okay, lassen wir uns noch heilen. Nimmt er sich den Kill jetzt noch mit oder nimmt er die Clydia auch noch hops? Das wäre brutal, wenn jetzt nur noch Clydia hopsen. Ah, ne, er nimmt sich den Kill mit. Okay, warten wir noch wegen Bloodwarden. Na, ja, kann man nie wissen. Ja, und wir gehen raus. Und haben wir damit wieder einen schönen Escape mit David. Das heißt, David geht in die nächste Runde. So, die zweite Runde ebenfalls mit David. Batham Vorschule, yay. Und, ah, Korrupte ist nicht yay. Wow, Kate hat sich eben geopfert, damit wir mit David die nächste Runde gehen können. Ich hoffe, ihr Opfer war nicht vergebens. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier vielleicht ein Totem stehen? Was war mit dem Snackenkönig? Können wir nicht snacken. Und der ist auch korruptiert. Korruptiert halt. Ich sag jetzt dazu, dass die korruptiert sind. Wieder ein Schlinger. Okay, Killer Shack ist auch hier. Ist auch die Shack korruptiert? Die Shack hat nicht mal einen Generator. Was? Der Generator steht hier vor. Wer ist denn hier jetzt der Killer? Wo chasen die denn? Es ist Wesker! Mit Ruin. Das ist ja mal ein toller Totem-Spawn. Es ist ja kurz nach dem Update. Ich glaube, es gibt... Willst du mich verarschen? Okay, er spielt Ruin und er spielt Spielzeug. Und mein Totem hier ist gerade zum Spielzeug geworden. Ärgerlich. Ärgerlich. Ja, es ist ja, wie gesagt, kurz nach dem Update und ich glaube, es gibt viele, viele Bugs, weil das Totem da normalerweise unter der Treppe steht. Das ist ein fixer Spawn. Außer sie haben die Totem-Spawns umgeplaced, was ich nicht glaube. Also ich glaube, das Totem sollte nicht einfach so mitten im Gang stehen. Also ich glaube es, wie gesagt, nur glauben, meist nicht wissen und es kann auch falsch sein. Aber das Totem sieht auch sehr falsch platziert aus, also weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so sein soll. Okay, Ruin ist halt ein bisschen ärgerlich, aber sollte soweit passen. Wesker ist halt wirklich nervig. Vor allem, weil er Spielzeug hat. Ein Wesker, den du nicht hörst. Weil ein Wesker, den du hörst, ist schon brutal nervig, weil du nicht weißt, wie nah ist er jetzt nur wirklich an dir dran. Aber ein Wesker, den du nicht hörst, Bruder, da musst du los. Okay, Ruin, Spielzeug, zwei Perks, wissen wir nun mal schon mal von ihm. Und wir machen jetzt erstmal den ersten Gen fertig. Der eine hat schon zwei Haken gesammelt. Ist natürlich ein bisschen... Ja, es ist sehr, sehr unproduktiv. Und ich glaube... Ich glaube, er hat... Ja, die lässt sich sterben. Dann wird das Totem jetzt hier eh wieder frei. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, er hat nämlich auch Dingens dabei. Er hat Pentimeia. Ja, er will mir hart auf den Sack gehen. Er will mir so richtig auf den Sack gehen. Bitteschön, Meska. Kollege, warum habe ich dich eigentlich eben nicht gehört? He? Bruder muss los.
Oh, schöner, schöner Fake. Ja, da wussten wir gerade beide nicht, was abgeht. Als ob. Als ob. Ja gut, er hat Pentimento, er hat Spielzeug. Einer ist schon tot, wir haben einen Gen. Ja, die Runde ist gelaufen, Leute. Das heißt, David wird sich leider wieder verabschieden. Vor allem steht schon wieder ein... Also ein Pentimento steht, ja. Das ist echt... Ja, das ist... Ja. Er hat nicht mal das hier wieder aufgestellt. Ich weiß also nicht mal, wo sein Pentimento ist. Ja, geil. Jetzt so ein Zeilen, Jane. Dankeschön. So. So, dele. Hier ist sogar eine Sprühdose. Ja, sollen wir es wagen? Wie lange der Gen dauert. Bruder muss los, ey. Alter, es ist doch keine Option, das so zu machen. Da hinten läuft der Wesker. Und da ist da auch noch Ruin, weißt du? Es ist doch keine Option. Es ist auch keine Option, es weiter Totems zu crushen. Solange wir nicht das eine Pentimento gefunden haben. Es macht auch sonst gerade keiner irgendwas. Ich bin der Einzige, der am Generator arbeitet. Mit Pentimento und Spielzeug im Nacken. Ja, komm. Ist eh over, Wesker. Was ist Wesker? Was ist zu tun? Wir sind tot. Sorry, ist einfach so. Da werde ich einfach den... Ich werde einfach den David opfern. Es tut mir leid für David. Er hat einen Escape geschafft. Aber wir haben ja... Das bringt leider nichts. Die Runde ist leider over. Einfach nur, weil sich ein Surf schon so früh hat sterben lassen. Das bringt leider nichts. Und das heißt, Wesker, es war schön mit dir. Es tut mir leid, dass wir dich opfern müssen. Aber David, tut mir leid, dass wir dich opfern müssen. Wesker ist zu stark. Ja, es... manchmal muss es Survivor auch opfern, um halt wieder in eine neue Runde zu gehen. Es ist einfach leider so, es tut mir leid. David, ein Escape hast du geschafft. Mehr wieder Bill. Damit haben wir jetzt schon 3 Survivor verloren. Es geht dann doch teilweise sehr zügig in der Solo Queue, Leute zu verlieren. Wir haben noch sehr viele Survivor, so ist es nicht, aber ja, es wird langsam. Es zeichnet sich ein Bild ab, will ich sagen. Aber liebe Freunde des Entitos, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen nach oben da lassen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr meinen Content gut findet und feiert. Und natürlich ein ganz besonderer Dank geht raus an meine Kanalmitglieder. Ihr kommt gleich in der, ja, ich habe neue Credits gemacht, habt ihr letztes Mal schon gesehen. Ihr werdet gleich alle erwähnt. Danke für euren mega, mega geilen Support. Macht bitte weiter so. Ich bin erstmal raus. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denne und ciao.